going funky. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Grunge, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Let's Play mit meinem Abenteurer Special Video, 4. Adventstag. Yo, ich hab schon, ja, ich bin hier schon bei Hamster, wie ich auch gesagt habe, ich werde halt jetzt nicht alle Quests zeigen, weil bei 24 Let's Plays kann man das nicht schaffen, bis TS, ja, bei Quest von TS Quest 55 und deshalb, ja, wisst ihr halt jetzt Bescheid. Beim 24. wird da halt das Ende sein, da 55, und dann könnt ihr dann danach bestimmen, ob ich damit weiterspielen soll. Also nein, das ist eigentlich dann Ende, wisst ihr, also genau, das wird dann eh nicht weitergehen, also mit Abenteurer vielleicht was anderes, aber keine Quest-Videos mehr, da werden nur 24 Stück kommen. Genau. Yo, so, immer dieser Hamster. Ich würde mir echt gerne einen Hamster eigentlich fangen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, Mist. Mist. Wie sieht denn das ab? Das müsste eigentlich sterben. Ja, zieht jetzt nicht so viel ab, also. Geht so. 2% Chance. Das hat 4% Chance. Sorry. So. Ich glaube, bei dem 5. Video werde ich dann echt weit sein. Ich glaube schon bei über 20er Quest dann, also ich glaube 26 oder so, also wahrscheinlich dann. Ich muss aber dann aufpassen, nicht dass ich dann irgendwie dann irgendwann mal bei Folge 18 irgendwie schon fertig bin, also beim 18. Adventstag. Und das wäre halt natürlich schade, jetzt müsste jetzt diese HTP-Shorten jetzt killen. Sehe ich gerade, ich habe schon, ja, 3 Stück. Ist ja kein Problem für uns. Können wir ja easy. Oh, jetzt habe ich den falschen Skill. Eigentlich wollte ich den einsetzen. Naja, so viel Damage machen die jetzt uns jetzt auch. Oh, zweimal Crit. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 4% habe ich zweimal Crit rausgehauen. Duck. Gut. Batsch. Jetzt Level up. Jetzt gehen wir mal zum Teleportieren. Also, wir gehen. Oh, ich bin Level 19 geworden. Sehr cool. In einem Video. Ein Gespräch mit Mimi Mentor. Was wählen die nochmal von mir? Die sieht aber schon süß aus. Oh, wir haben Geld bekommen, 2,5k und Schrott. Sprich mit Mimi Mentor. Jo, was willst du? Ne, ich dachte schon, ich werde wieder Level abgekommen. Dandersamen und so müssen wir jetzt sammeln. Immer. Duck. Komm, Dandersamen, keine, okay. Ist interessant. Dandersamen und diese Siedler, bla bla bla. Oh, Hamster müssen wir aber jetzt nicht killen. Ja, die machen uns auch nicht so viel Damage, dass wir 7 bis 8 Equipment haben. Ich will mal einen Pirat holen. Aber irgendwie verkauft derzeit noch mal keiner billig. So plus 13 bis 15 Uhr Job in K. So, ich zahle Maximum 6k. Mehr ist mir der Pirat auch nicht wert. Oh, da sind ein paar Sachen. Dann. Aufheben wir alles. Oh, TS 14 ist ja. Ah, TS 14. Das ist Feld 16. Okay, da drin ist 16. Okay, ich kapiere. Ich verstehe schon. Das Blöde ist, ich queste derzeit mit Mage und mit meinem Abenteurer und ja, ich muss mit beiden jetzt questen. Mit Mage würde ich halt, wie gesagt, bis 90er Quest schaffen. Bei 90er Quest werde ich wahrscheinlich dann aufnehmen. Dann würdet ihr dann sehen, wie 90er Quest ist. Also ja, ich glaube, 90er Test muss man da machen, alleine. Werde ich dann easy schaffen, nehme ich ein paar Pots mit und pff, schafft man das schon. Ich habe diese Siedels, Feuersiedler. Das kommt ja gar nicht raus. Okay. Ah, da einer. Ja. Wuck. Aber mit Parat 99 plus 15 wäre schon cool. Also wäre schon eine coole Sache, wäre alles hier One-Hit. Ich glaube, 1k macht dann Damage, 1,2k. Aber ich habe auch keine Fee derzeit. Ich muss mir noch eine Fee holen. Wo hole ich mir eine Fee? Ich glaube, ich kaufe mir eine. Aber die Frage ist, welche Fee? Welche Fee soll ich mir kaufen? Das Problem ist jetzt gerade, ich habe jetzt gerade sehr viele Videos in einem Tag gemacht und ich würde euch eigentlich fragen, welche Fee ich mir kaufen soll, aber wenn ich jetzt frage, dann musste ich jetzt 3 Tage warten. Und es war halt natürlich blöd, es waren 2 Tage, 1, 2, ja doch, 3 Tage müsste ich warten, bis ich die Antwort dann von euch bekomme.
Aber mir persönlich gefällt eigentlich das Special. Also, ist ein gutes Special, finde ich. Okay, jetzt müssen wir diese Thunder sammeln. Okay, davon haben wir jetzt genug. Wir müssen eigentlich gar nicht mehr killen. Request, okay. Ist interessant. Okay. Du bist so gay. Naja. Das war uneingewacht. Raphael. Was soll denn der Scheiß? Wie immer, oder? Oh, Kobold-Maske. Oh, das sieht so scheiße aus. Okay, wir müssen jetzt zuerst 14 machen. Schaut mal, wie scheiße es ist. Aber das Gute daran ist, die sehen mich da nicht. Oh, die sehen mich nicht. Ich sehe so hässlich aus. Meine Güte, diesen Scheiß ich hier nicht an. Ist ja schon peinlich. Ich muss ein paar. Oh, Brille, yeah. Oh ja. Aber ich will aber eine. Ich weiß nicht, passt es? Ich glaube, ich nehme mir lieber eine andere Brille. Und das. Das behalte ich. Das ist sehr sinnvoll. Das behalte ich auch. Ist auch sehr sinnvoll. Dann gehe ich zum Leveln oder. Ja, ist einfach sinnvoll. Brille will ich eigentlich eine andere haben. Die gefällt mir jetzt nicht so, die Farbe. Ich will ja, ich glaube. Rot würde, glaube ich, passen. Rot, weil ich rote Haare, aber ich bin mir jetzt da jetzt nicht so sicher, was für eine Farbe eigentlich so passen würde. Aber ich muss die Haarfarbe sowieso dann noch umändern, wisst ihr? Oh, es hat hier irgendwer angerufen. Ich glaube, ich muss gleich einen Cut machen. Weil es gibt mal wieder so einen Hobbylosen, der uns den ganzen Tag anruft, der keine Hobbys hat. Wisst ihr, so wie Hater halt. Die einen alle Videos angucken, um irgendwas zu kommentieren. Genau dasselbe. Ruft uns jeden Tag einen an. Irgendwie 30, 40 Mal am Tag. Und dann denke ich mir auch so, no Hobbys, okay. Okay, ich muss dann etwas machen. So. Anreifen ist aber nicht so schön, was sie da bekommen haben. Naja. Naja, wenn man halt nichts anderes zu tun hat, als die Leute zu nerven und irgendwie so eine Scheiße zu machen, dann soll man das machen. Aber man kann auch durch sowas auch angezeigt werden. Also ich könnte ihn zum Beispiel jetzt anzeigen und ja, da wird er eine Anzeige bekommen. Aber jetzt reden wir mal über ein bisschen über die Weihnachtszeit. Jo, wie feiert ihr euer Weihnachten eigentlich überhaupt? Also, wir feiern eigentlich so, wir sind mit der Familie so alle. Und Essen hat unser punisches Gericht halt, so punisches Essen. Für Weihnachten gibt es also punisches Essen. Sehr lecker. Mag ich einfach. Ich mag punisches Weihnachtsessen nicht so sehr. Ich mag die punisches mehr. Ja, schmeckt mir. Natürlich schmeckt es von seinem Land, wo man herkommt, auch das eigentlich das Essen auch mehr als wie vom anderen Land. Ist einfach so. Und ja, ist eigentlich sehr, sehr lecker. Ja, wir feiern halt. So eine Stunde essen wir so, wir reden so ein bisschen. Ja, genau. Weihnachtsbaum haben wir natürlich dann auch da dran. Ich glaube so in 10 Tagen so oder so machen wir dann den Weihnachtsbaum dran. Was ich machen werde, ich werde jedem ein Geschenk kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Weihnachten feiert. Und da ruft er wieder an. Und was ihr vielleicht eventuell für eure Eltern oder so kauft. Ich werde für meine Eltern was kaufen. Ja. Genau. Und ich werde mir auch selber was zum Weihnachten kaufen. Ich gehe auch extra ein bisschen mehr arbeiten. Samstag, Sonntag. Um dass ich dann kaufen kann. Das wird echt mit den Videos, ja. Ja, doch, das. Also, wenn ich jetzt nur einen Tag, pro Tag ein Video mache, dann klappt das schon mit den Videos. Aber wenn ich mehr machen würde, dann würde es echt gar nicht klappen. Das ist halt eine Special-Folge, dass ich dann jeden Tag ein Video rausbringe. Ich glaube, einmal in der Woche kommt jetzt dann nur eine Aktivfolge oder zweimal in der Woche mal sehen. Oder einmal in der Woche ein Aktiv, ein Unboxing. Oder ja, ein Unboxing kommt einmal in der Woche ungefähr oder zweimal in der Woche. Kommt drauf an, wie ich dann Bock habe. Aber Unboxing kommt dann sowieso immer.
Und ja, und dann vielleicht ein ADT, also die D3 dann. Ich würde die gerne anziehen, aber ich bin nicht Level 33. Ja, S-Skill. Richtig nice. Ich würde so gerne, aber ich muss 33 werden. Ich glaube, bei der nächsten Folge, lass mich mal rechnen. Also sagen wir mal, heute ist dieser Tag. Ich darf jetzt nicht sagen, welcher Tag ich das gerade aufnehme. Dann wisst ihr, heute ist dieser Tag. Dann am diesen Tag werde ich dieses Level. Am diesen Tag, am diesen Tag, am diesen Tag und am diesen Tag. An diesen Tag. Ich glaube, nächste Folge werde ich so 25 sein, 26 ungefähr. Genau. Oh, mein Ding ist aber abgeworfen. Bin auch erst Job. Oh, ich bin schon Job 16. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, sehr interessant. Eine sehr interessante Entwicklung. Holzhammer muss ich mir zusammen. Scheiße. Voll vergessen. Eins von drei. Okay, ich muss mehr Holzhammer sammeln. Ich hab voll vergessen. Stimmt. Müssen Holzhammer sammeln. Ja. Holzhammer. Je öfter man ein Wort sagt, desto dümmer hört es sich an. Siehst du dümmer? Kleiner Fuchs. Ach komm! Du hast keine Lust jetzt in diesen Quest hier, dieses. Ich weiß, Quest jetzt hier zweimal zu machen. Komm. Ja, ich hab nur ein bisschen, ein paar Minuten. Ach komm, verarschen. Ach komm. Alter, der ruft immer an. Ist ja richtig schlimm. Okay, ich mache jetzt mein Telefonding einfach aus. Na, was das? Also die Leitung zum Telefon. Ist ja alles mit Internet verbunden. Und ja, ist einfach ausgemacht. Nein, zurück, zurück, zurück. Da war Holzhammer, da war Holzhammer. Echt nervig in einer Folge, wisst ihr? Aber, Alter, stell vor, jetzt schreibt einer so, yo, ich war's. Fotzen, gleich Fotzen, Mann, ganz ehrlich. Ey, kann man so hobbylos nur sein, ganz ehrlich. Das ist in einer Folge. Aber ich hoffe, euch gefällt die Musik, die im Hintergrund läuft. Die ist ja ganz, ganz nice, ist ein bisschen Weihnachtsstimmung, würde ich so machen. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal, oder? Nein, ich habe jetzt zweimal. Und am 24. den letzten Tag wird dann so sozusagen Special Folge kommen. Da wird dann richtig weihnachtlich sein und da werde ich vielleicht eventuell zeigen, was ich so zum Weihnachten bekomme. Ich glaube, die Folge wird aber eher so um 12 Uhr kommen. Genau, ich werde glaube ich um 2 ungefähr, wenn wir beginnen zu feiern. 2, das geht dann 2, 3, 4 bis 5 ungefähr, 3 Stunden ungefähr werden wir dann so. Also wir chillen, packen unsere Geschenke aus. Genau, ich werde mir noch ein eigenes Geschenk kaufen. Für mich selbst, das wird ungefähr 280 Euro kosten. Werdet ihr dann in einem Video zeigen, was für ein Geschenk ich mir selber gekauft habe und was für ein Geschenk ich von meinen Eltern und von meinen Brüdern und Schwestern bekomme. Ich habe keine Hoffnung, dass meine Brüder, also meine Geschwister überhaupt, das ist auch ganz, ganz kleiner Bruder, 2,5 Jahre alt ist, der wird mir nichts kaufen, weil der kennt sich noch nicht, aber meine anderen Geschwister, die 16-jährige, meine Schwester und mein Bruder, die müssten mir eigentlich etwas kaufen, aber ich bin da echt gespannt. Also ich kaufe denen was, ich gehe extra dafür arbeiten, Samstag, Sonntag arbeiten, um mir das zu leisten. Also ich habe gerade noch 200 Euro noch da, ich habe eigentlich noch mehr Geld, aber naja, ist jetzt nebensächlich eigentlich, also ich habe bisschen Geld, aber es fehlt da noch ein bisschen. Mein Geschenk kostet ja fast 300. Man kauft sich selbst ein Geschenk zu Weihnachten. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich kenne viele Leute, die sich selbst geschenkt haben. Die sich selbst ein Geschenk gekauft haben, genau. Und das werde ich jetzt auch machen. Werde ich selbst verpacken und am 24. auspacken. Ein paar werden vielleicht wissen, was für ein Geschenk ich mir kaufen werde. Ihr könnt es mir unten in den Kommentaren schreiben, was denkt ihr, was für ein Geschenk ich mir selber kaufen werde. Das wird um die 280 Euro kosten. Was denkt ihr? Schreibt einfach das unten in den Kommentaren. Pennyman. Oh, ich bin ein Pennyman. Wir müssen Diamantop. Wo gehe ich denn hin? Der ist da oben. Damals bin ich echt verwirrt mit diesem Namen. War ich voll verwirrt. Diamantop.
Tiermann. Tiermann? Der. Er spricht mit Mimi. So, jetzt machen wir noch ein Gespräch mit Mimi. Oh, wie viel Uhr ist es jetzt gerade? Ah, okay, okay. Von, oh, jetzt kleiner Leck, weil da so viele Leute sind, okay. Jo, ich hab's geschafft, ich bin ein Gangster. Und ich hab 1,6k bekommen. Verarschen. Okay, sprich mit Minima. Okay, wir machen das noch. Ich dachte. Nein! Okay, okay. Schicksal wollte, dass ich jetzt diese Folge jetzt hier beende. Yo! Also was ich jetzt alles gesagt habe, alles unten in den Kommentaren hinschreiben. Und yo Leute, viel Spaß beim Zocken. Und lasst euch nicht abzocken. Bis zum nächsten Mal. Nein. Jetzt habe ich es richtig verkackt. Jo Leute, viel Spaß beim Zocken. Lasst euch nicht abzocken und bis zum nächsten Mal. Ciao!